Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute nur ein kurzes Infovideo, denn ich habe einen eigenen Discord-Server, den seht ihr auch im Hintergrund, den bin ich gerade dabei noch ein bisschen zu finalisieren. Wenn ihr auf diesem Discord-Server noch nicht seid, kommt drauf, da werden in Formel 1 2022 viele, viele Sachen drauf kommen. Ich werde nämlich für jede Strecke einen Kanal machen, wo ich meine Setups reinposte mit passenden Änderungen. Das Ganze gibt es kostenlos bei mir. Ihr kennt wahrscheinlich TRL Limitless. Bei dem muss man Geld bezahlen, um auf den Discord-Server zu kommen, um dann seine Setups zu sehen. So weit will ich um Gottes Willen nicht gehen. Das kriegt man natürlich auch kostenlos. Da werde ich dann alle Änderungen, jede Anpassung werde ich da auf jeden Fall reinschreiben. Ich werde da ein bisschen ein paar Fahrhilfen-Tipps reinschreiben. Ihr kriegt natürlich die Benachrichtigung, sobald ein Video online ist. Ihr kriegt eine Benachrichtigung, sobald ein Stream online ist. Es gibt auch eine Progress-Liste, die will ich jetzt noch nicht zeigen, denn ich möchte nicht so viel spoilern. Es gibt ganz, ganz viele Punkte. Unter anderem möchte ich die Streckenlexikon-Serie wieder aufnehmen. Das heißt, jede Strecke, wie man sie fahren muss, wo man bremst und so weiter natürlich dabei. Liga-Rennen, Online-Lobbys, ERS-Management und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele, die ganzen Streckenänderungen, was wir haben. Wie muss man generell das Fahrverhalten benutzen und so weiter. Es gibt ganz, ganz viel, was wir zu bearbeiten haben. Ab dem 28.06. kommen da die Videos. Ich versuche mindestens jeden zweiten Tag tatsächlich ein Video hochzuladen. Am Anfang denke ich, kriege ich Sinn, jeden Tag ein Video hochzuladen. Aber dann, wenn ich erklärt habe, was es für Änderungen gibt, was das Spiel beinhaltet und so weiter, dann geht natürlich der Stoff so ein bisschen langsam aus. Und ich möchte nicht wie andere YouTuber Videos machen, wo man kurz zeigt, welcher einzelne Punkt das und das bedeutet. Also so weit will ich nicht gehen. Ich möchte das Game jetzt auch nicht unbedingt auslutschen. Aber da ist auf jeden Fall vieles, vieles geplant. Wenn ihr darüber informiert werden wollt, kommt auf das Discord. Link ist in der Videobeschreibung. Wie gesagt, da werden auch Setups gepostet und noch viele andere Sachen. Deswegen seid gespannt. Das soll es auch von diesem Video kurz gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.